Es kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass die meisten Straftaten in der Dunkelheit passieren, abends und nachts. Und das ist auch leicht zu erklären. Solche Menschen wollen etwas verbergen, etwas vertuschen. Man möchte nicht gesehen werden, weil man weiß, dass man, was man jetzt tut, falsch ist, kriminell ist und dass es Konsequenzen haben würde, wenn man erwischt wird. Im Prinzip funktionieren wir alle Menschen so, in der einen oder anderen Weise. Wir leben unser Leben und wir tun auch Dinge, bei denen wir nicht erwischt werden wollen. Wo wir nicht wollen, dass andere das sehen, die wir verdeckt halten wollen, die wir im Verborgenen tun. Die wir nicht wollen, dass die Menschen um uns herum das mitbekommen. Und vielleicht in einer gewissen Weise schaffen wir das auch. Wir kriegen es irgendwie hin, dass die Menschen um uns herum das nicht sehen. Aber einer sieht es. Vor einem können wir uns nicht verbergen. Das ist Gott. Gott sieht. Die Bibel macht uns das an vielen Stellen deutlich, dass wir uns einfach vor Gott nicht verstecken könnten. Dass wir vor Gott auch nichts verbergen könnten. Und eine dieser Geschichten wollen wir heute vor uns haben. Diese Geschichte steht schon ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Es ist die Geschichte von Noah und diesem Schiff, was er bauen sollte, um die Menschen damals zu retten. Denn Rettung war notwendig, weil Gott hatte das Gericht angekündigt. Und dieses Gericht sollte ausgeübt werden, eben deswegen, weil Gott gesehen hat, was die Menschen damals getan hatte. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alle Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Gott sah die Handlung der Menschen, ihre Unmoral, ihre Gewalttat, sah er. Aber sein Blick ging noch tiefer. Sein Blick ging bis zu dem Ursprung, wo das Böse in den Menschen herkommt. Sein Blick ging bis zu dem Herzen. Die Bibel sagt uns im Neuen Testament, dass genau aus dem Herzen all das ganze Böse in unserem Leben hervorkommt. Das ist der Ursprung gleichsam. Aus dem Herzen hervor, sagt Jesus, kommen Neid und Hass und Stolz und Ehebruch und Mord und Egoismus und all das eben, was wir an Böses tun, das kommt aus unserem Herzen hervor. Und Gott sieht es. Gott hat es damals gesehen und was auf der Erde geschehen ist. Und Gott sieht auch heute noch, was auf der Erde geschieht. Gott hat sich nicht verändert, er sieht das. Und wir können natürlich jetzt wie hier im Hintergrund die ganzen Hotspots der Erde abgehen und sehen, was da für eine Ungerechtigkeit sieht und dass Gott das ja auch sieht. Wir können nach Syrien, Kosovo gehen, wir können nach Afrika gehen und wohin auch immer. Aber wir müssen eigentlich bei uns selber anfangen. Die Frage ist, Gott sieht alles, dann sieht er doch auch das, was in meinem Leben geschieht. Es ist relativ einfach, in das Leben des anderen hineinzugucken und sagt, ja, da ist ja auch wirklich Sünde. Aber Gott sieht ja auch mein Leben und dein Leben. Die Bibel macht uns im Neuen Testament das ziemlich klar, dass Gott unser Schöpfer ist und dass wir als Geschöpfe uns überhaupt gar nicht vor ihm verstecken können. Wir sind nicht unsichtbar vor ihm. Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Wir können uns einfach vor Gott nicht verstecken. Noch weniger das, was wir tun. Noch nicht mal das, was wir denken. Denn weiter geht der Vers. Sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Haben wir da schon mal dran gedacht? Was immer auch wir denken, was auch immer wir tun, vielleicht im Verborgenen, da wo wir denken, dass kein Mensch uns sieht, wo wir uns alle Mühe geben, dass es nicht auffliegt, dass wir keine Spuren hinterlassen, dass doch da einer ist, der es sieht. Alles bloß und aufgedeckt. Dein Leben ist für Gott wie ein aufgeschlagenes Buch und er liest es und er erfährt alles. Und ja, wir schaffen das manchmal. Vor auch den engsten Personen, die uns umgeben, die können auch unsere Gedanken nicht sehen. Die sehen auch nicht, was wir empfinden, was für hässliche Gedanken oft bei uns da ist. Und Gott sieht es. Gott sieht es. Und Gott, und das ist oft die
der falsche Gedanke, den wir haben. Wir denken oft, wir könnten ohne Gott leben und ohne Gott denken und ohne Gott handeln und es hätte keine Konsequenzen. Dass Gott das nicht interessiert. Aber Gott ist unser Schöpfer und wenn er unser Schöpfer ist, dann hat er das Anrecht, dass wir nach ihm fragen, dass wir uns nach ihm ausrichten und dass wir so leben, wie er das möchte. Aber genau das tun wir ja nicht. Unser ganzer Lebensstil, den wir haben, unser ganzes Verhalten ist davon geprägt, dass wir sagen, Gott, nein, danke. Mit Gott will ich nichts zu tun haben. Ich will so leben, wie ich das will. Wir stellen den Menschen uns selber ins Zentrum, statt uns nach Gott auszurichten. Und so leben wir. In aller Unmoral, in aller Gewalt, in aller Ungerechtigkeit. Und Gott sieht's. Und Gott schaut sich das aber nicht ohne Ende an. Bei Noah in der Geschichte ist es so, dass Gott schließlich Gericht ankündigt. Er sagt, ich werde die Menschen verderben. Ich werde sie töten, alle. Das war eine Antwort, das war ein Gericht Gottes auf ihr gottloses Verhalten. Und auch heute sagt Gott, dass es Gericht geben wird. Es gab einen Mann, der vor Noah noch gelebt hat, das war der Henoch. Und Gott hat diesem Mann gesagt, dass es Gericht geben wird. Und Noah hat das weitergegeben und wir finden das in der Bibel, das, was er wusste. Was Gott ihm gesagt hatte, finden wir im vorletzten Buch der Bibel. Judas 14, da sagt dieser Henoch, der wird zitiert, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen. Und von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet hat. Ich möchte den Vers aber mal so zusammenfassen. Wir sind Gottlose. Von unserer Ausrichtung sind wir eigentlich die, welche, die ohne Gott sind. Wir haben Gott ausgeklammert aus unserem Leben. Und die Konsequenz ist, dass wir gottlos handeln und dass wir gottlos denken. Wir denken gottlos und daraus resultiert natürlich, dass wir auch gottlos handeln. Aber Gott macht uns das sehr klar, dass das nicht ohne Konsequenz bleiben kann. Man erntet, was man sät. Das ist der größte Trugschluss von uns Menschen, dass wir tatsächlich denken, wir könnten leben, wie es uns passt, ohne dass das Konsequenzen hat. Dabei merken wir es jetzt schon, dass ein Leben ohne Gott Konsequenzen hat. Aber Gott macht uns darauf aufmerksam. Er warnt uns und sagt, es wird einmal Gericht kommen. Ich werde es nicht einfach vorübergehen lassen. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe, aber er ist auch heilig und gerecht. Und er wird an Sünde nicht vorübergehen, weder in deinem Leben noch in meinem Leben. Gott wird einmal Gericht ausüben. Im zweiten Kapitel des Römerbriefes sind wir eigentlich gerade in der Mitte einer riesengroßen Gerichtsverhandlung, wo verschiedene Gruppen in den Gerichtssaal Gottes gleichsam hineingeführt werden und jedes Mal ist das Urteil dasselbe schuldig. Und Gott macht uns da klar, wie sein Gericht aussehen wird. Gottes Gericht, sagt uns Römer 2, ist nach der Wahrheit. Gott richtet so, wie es ist, unbeschönigt, jede Abtreibung, jeder Mord, jeder hässliche Gedanke, jede sexuelle Unmoral, all das wird Gott so nehmen, wie es ist. Er wird es nicht kleinreden, er wird es nicht großreden, er wird es nicht beschönigen, sondern so, wie es ist, danach wird er richten. Ferner wird uns klargemacht, dass wir diesem Gericht Gottes nicht entfliehen können. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht und diesem Gericht, da kommen wir nicht drum rum. Wir können nicht in ein Land fliehen. Wir können vor Gott nicht wegfliehen. Wohin wollten wir fliehen? Wo wollten wir uns verstecken vor Gott? Wird uns klargemacht, Gottes Gericht ist gerecht und Gottes Gericht ist nach den Werken, die wir getan haben. Ja, wir sind unterschiedlich in dem, was wir an gottlosen Taten und Gedanken getan haben. In unserer Sündhaftigkeit sind wir unterschiedlich. Nicht jeder Mensch hat in der gleichen Art und Weise gesündigt gegen Gott. Es gibt keinen Unterschied darin, dass wir gesündigt haben. Römer 3, Vers 23 sagt uns sehr eindeutig, es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes.
Und weil wir gesündigt haben, werden wir einmal sterben. Gott sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er wird uns nach unseren Werken, was wir Gutes und Böses getan haben, danach wird er uns richten. Gottes Gericht ist ohne Ansehen der Person. Gott sieht nicht auf die Stellung, die wir hier auf der Erde haben. Ob wir eine hochgestellte Person sind oder eine niedrigere Person, das spielt für Gott keine Rolle. Er wird jeden richten. Und dann kommen die letzten zwei Punkte, wo uns der Römerbrief klar macht, wo Gott uns klar macht. Er wird auch das Verborgene in unserem Leben richten. Das, was vielleicht keiner mitbekommen hat. Was wir vertuscht haben, wo wir dachten, wir wären alleine und keiner sieht's. Gott wird das Verborgene ans Licht bringen. Und der letzte Punkt ist, da wird uns vorgestellt, wer dieser Richter ist. Und das ist Jesus Christus. Er wird einmal der Richter sein. Und das ist genau derselbe, den Gott einmal als Retter geschickt hat. Da sind wir eigentlich jetzt bei dem nächsten Punkt. Gott hat Noah Gericht angekündigt, weil er die Bosheit, die Unmoral, die Gewalt auf der Erde gesehen hat. Aber wenn Gott uns auch klar macht, dass es Gericht gibt, dann gibt er auch einen Rettungsweg. Für Noah war der Rettungsweg, dass er ein Schiff bauen sollte. Und heute für uns ist der Rettungsweg Jesus Christus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht verloren zu gehen, das ist Gottes Ziel. Gott ist ein Rettergott. Gott hat es in seinem Herzen, dich zu retten. Er will nicht, dass du verloren gehst, dass du einmal dieses schreckliche Gericht kommst. Und die Bibel sagt uns, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber deswegen hat er Jesus geschickt. Jesus bedeutet doch, der Herr ist Rettung. Das war sein Programm, das war sein Ziel. Das wollte er bewirken durch sein Leben, aber vor allen Dingen durch sein Sterben am Kreuz. Gott sagt auch in Johannes 3, Vers 17, dass Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt hat, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Damit du gerettet wirst. Und Gott macht ein wunderbares Versprechen uns heute, wo wir wirklich sicher sein können, dass Rettung möglich ist. Er sagt in Johannes 5 macht Jesus selber das Versprechen, dass wer an ihn glaubt, eben nicht mehr ins Gericht kommt. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Jesus sagt das mit einem Schwur, gleichsam, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Das ist dieser Rettungsweg, den Gott gegeben hat. Gott ist heute noch geduldig. Gott wartet noch. Gott wartet, dass du zu ihm kommst und von deinem gottlosen Weg dich umdrehst und zu Gott zurückkommst. Mit einem Bekenntnis deiner Sünden zu ihm kommst. Gott wartet. Gott ist bereit zu vergeben. Und er kann das tun, weil Jesus Christus an dem Kreuz in das Gericht Gottes gegangen ist. Das ist ein Weg, den jeder Mensch gehen kann. Für jeden steht dieser Weg offen. Und jeder, der diesen Weg geht, der zu Gott mit einem Bekenntnis seiner Sünden kommt, der wird erfahren, dass er freigesprochen wird. Wer zu Gott kommt und sagt, das sind meine Sünden, ich bekenne sie dir, ich lege sie dir, ich weiß, es war falsch, ich habe das Gericht verdient. Das ist Buße. Dann sagt Gott gleichsam, schau mal, ich habe schon meinen Sohn Jesus Christus für dich an das Kreuz gegeben. Das, was er getan hat, das gilt jetzt dir auch. Ich bin auch darin gerecht, dass ich nicht zweimal strafe. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du wissen, das Gericht, was du hättest verdient und was ich hätte verdient, das wurde schon an Jesus Christus ausgeführt. Das ist der Rettungsweg. Aber diese Tür, die steht heute noch offen. Bei Noah gab es 120 Jahre, wo die Menschen hätten umkehren können.
und sie wollten nicht umkehren. Sie haben gegessen und getrunken, geheiratet und wurden verheiratet. Jesus Christus sagt das selber in seinem Wort. Bis zu diesem Tag, wo Noah in dieses Schiff hineingegangen ist, und dann hat Gott die Tür geschlossen. Und dann war die Chance vorbei. Dann konnte man diesen Rettungsweg nicht mehr betreten. Und so ist das auch heute. Gott sieht, was in deinem Leben passiert, in meinem genauso. Gott kündigt Gericht an. Gott gibt einen Rettungsweg. Und dieser Rettungsweg ist noch offen. Aber diese Tür der Rettung wird sich einmal schließen. Es gibt ein zu spät. Und deswegen sagt Gott heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, verhärtet eure Herzen nicht. Bedeutet, mach dein Herz nicht hart. Sag nicht, nein, ich will nicht. Wie oft hat Gott schon an dein Herz gleichsam appelliert und gesagt, jetzt komm doch zu mir, ich bin bereit, dir zu vergeben, denn ich bin reich an Vergebung. Ich habe alles getan, damit du gerettet werden kannst. Komm doch. Aber es gibt einen Tag, wo es zu spät ist, wo der Tag der Errettung vorbei ist. Es kann sein, dass Gott dein Leben nimmt. Das Heute gehört uns, das Morgen nicht. Deswegen komm heute, komm zu Jesus, nimm an diesen Rettungsweg und erfahre, dass Gott wirklich reich ist an Vergebung. In Jesaja 55, Vers 7 lesen wir diese Aufforderung Gottes, dass der Gottlose umkehren soll von seinem Weg, dass er zurückkehren soll zu seinem Gott, dass dieser Gott, zu diesem wir zurückkehren, von unserer Gottlosigkeit zu ihm uns wenden und sagt, ab heute geht es mit dir und für dich weiter, dass dieser Gott reich an Vergebung ist. Mach's nicht gleich wie diese Menschen zur Zeit von Noah. Sie haben diese Warnung Gottes in den Wind geschlagen. Sie sind diesen Rettungsweg nicht gegangen und irgendwann war es ein zu spät. Für dich ist es heute, wo du diese Botschaft hörst, nicht zu spät. Heute noch kannst du zu Gott kommen mit einem Bekenntnis deiner Sünden, die du getan hast. Das, was dir einfällt. Und du kannst sehen, dass Gott ein Gott ist, der reich ist an Vergebung.